Und eine herzliche Willkommen zurück zu einer weiteren Folge from the Eurotruck Simulator. Folge 166. Machen wir hier. Level 29, Digga. Was geht ab? So, dann fahren wir mal direkt weiter. In die Nacht. Fertig zum Losfahren. So, eine kommt noch und dann haben wir erstmal wieder etwas Ruhe, bis dann die nächste Welle kommt. I hope. Och, Leute. Hat er nicht gemacht. Der ist erst rübergezogen, als wir schon auf der Spur waren, Leute. Ja, müsste also hier, ne? Nicht, dass ihr denkt hier, ne? Also, glaube ich zumindest, I don't know. Was jetzt? Oh Mann, ist doch schon wieder super teuer alles. Ich glaube schon wieder 10.000 Euro, Alter. Eigentlich müsste jetzt der andere LKW-Fahrer zahlen, ist doch kacke. Ah, Mann, ey. Nee. Also das letztens, okay, das war unsere Schuld, easy, aber das hier, das war ja... Da bin ich nicht mit einverstanden. Wie viel Schaden haben wir eigentlich aktuell? Haben wir überhaupt Schaden? Doch, wir haben Schaden auf jeden Fall. Auch schon 5.000. Ja, schon, alles ist schon krank hier. Warum diese? Vor allem, warum ist er auf die linke Spur überhaupt gezogen, Alter? Ist doch Rechtsfahrgebot. Und der musst du niemanden überholen. Verstehe nicht. Ich meine, gut, irgendwo meine Schuld. Ich hab's vergessen. Nach so Mautstellen, also direkt nach der Maut, da wechseln sie teilweise einfach die Spur. Keine Ahnung, ob es ein Bug bei der... Keine Ahnung, bei den NPCs ist. Ich glaube kaum, dass man im Echten nach der Maut einfach wenden die Spur wechselt. Aber es gab halt, wie gesagt, für ihn als LKW-Fahrer keinen Grund, einfach random nach links zu ziehen. Ja, wie gesagt, manchmal machen die es ja einfach. Und vor allen Dingen nur, um dann wenig später direkt wieder nach rechts zu ziehen. Also es ist nicht mal so, dass sie dann links bleiben oder sowas. Sondern die ziehen nach rechts und ziehen dann auch direkt wieder nach links und dann direkt wieder nach rechts. Deswegen, also ich schätze mal, das ist irgendwie einfach ein Bug, weil die da langsam fahren. Und dadurch der NPC da irgendwie durcheinander kommt, weil er denkt, dass der vor ihm zu langsam für ihn fährt.
Obwohl die ja beide am Beschleunigen sind. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Komisch auf jeden Fall. Sehr komisch. Richtige Holperstufen hier, ey. Früher, habe ich glaube ich mal erzählt, war es sogar so verbuggt, dass teilweise bei diesen Stufen, gerade wenn du so Abfahrten hattest von der Autobahn, dass dann diese Stufen so fehlerhaft in Anführungszeichen waren, dass sie dann einfach während der Fahrt der Auflieger weggeflogen ist. Das war natürlich immer ein schönes Erlebnis. Wenn du dann irgendwie 100% Aufliegerschaden auf einmal hattest. So komplett out of the blue. Ah, das war immer schon heftig. Jetzt passt das nicht. Außer wir sind dran vorbei. Da macht das vielleicht. Na egal. Wir bleiben lieber rechts. Das ist ungefährlich. Wenigstens mein Punchstreifen gehört mir alleine. Privatsphäre. Wählt mich und jeder kriegt seinen eigenen privaten Punchstreifen. Whatever. Noch 1000 Kilometer. Heieiei. Wie sieht eigentlich unsere aktuelle Bilanz aus? Wir haben noch 30 Stunden. Also 15 Stunden haben wir aktuell Bonus. So, jetzt haben wir mautfreie Strecke, ne? Vor uns. Diese Brücke hier ist auch sowas von deutsch. Diese Brücke siehst du auch bei der Stammstrecke, also bei der Stammweb, super häufig. Siehst du da vorne, kommt direkt die nächste. Ja, aber auch allgemein, also siehst du an mehreren Stellen diese Art von Brücke. Hat sich gerade so angefühlt, wie als wenn mein Tisch vibriert hätte. So wie als wenn so ein Handy vibriert hier. Aber auf meinem Tisch liegt gar kein Handy. Sehr suspekt alles. Oh, schon wieder Maut. Na komm, ziehen wir mal hier noch vorbei. Jetzt haben wir wieder mehrere Mauersteine vor uns, ne? Eins. Oh, okay, nur plus noch eine weitere. Oh, das geht ja. Cool. Cool.
Ist ja doch recht überschaubar. Dann. Ich hoffe, wird bald wieder Tag hier. Ja, genau diese Stufen. Wie gesagt, ja, da sind früher teilweise 100% Schaden bekommen. Also der LKW nicht, sondern immer der Auflieger. Und du hast auch richtig im Rückspiegel gesehen, wie da der Auflieger weggeflogen ist. Teilweise hat sie auch den LKW weggerissen. Aber teilweise ist einfach nur im Rückspiegel denn der Auflieger rumgeflogen. Ganz strange. Ich weiß gar nicht mehr, bis wann dieser Fehler existierte. Auf jeden Fall existierte der in Euro Truck Simulator, in Klammern 1, und German Truck Simulator. Vor allen Dingen aber im German Truck Simulator. Ob der denn auch später noch in Euro Truck Simulator 2 existierte, glaube nicht. Oder nur in den sehr frühen Versionen, aber glaube auch nicht mehr. Es war wirklich nur... Also ganz groß halt beim German Truck Simulator. Wobei ich selbst, wie gesagt, den Euro Truck Simulator 1 nie wirklich gespielt habe, aktiv. Also zumindest nicht so aktiv, dass ich jetzt sagen könnte, dass ich es dort nie erlebt habe und das irgendeine Aussagekraft hätte. Vielleicht hatten auch andere da auch das Problem und ich habe nur nie davon was gehört. Kann auch sein. Wobei das Problem bei mir ist, ich kann mich mittlerweile kaum noch daran erinnern, ob ich damals Euro Truck Simulator gespielt habe oder nicht. Also hier, in Klammern 1. Weil mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt so aktiv ETS 2 spiele und ATS und nebenbei auch noch die ganzen alten Spiele, sind meine Erinnerungen mittlerweile so verschwommen, dass ich gar nicht mehr weiß, was habe ich jetzt früher eigentlich tatsächlich gespielt und was bilde ich mir nur ein, gespielt zu haben. Oder anders gesagt, was habe ich, oder wo denke ich, dass ich es damals nicht gespielt habe, weil ich es jetzt spiele, obwohl ich es auch damals gespielt habe. Ganz, ganz komisches Gefühl. Ganz, ganz komisches Gefühl. Deswegen, also ich weiß 100% dass ich damals halt sehr viel German Truck Simulator gespielt habe. Aber ich könnte jetzt nicht sagen... Oh, hier ist ja doch wieder Maut. Was ist denn hier los? Aber ich könnte jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ob ich Euro Truck Simulator gespielt habe und ob ich es aktiv gespielt habe. Oder ich bin schon komplett Matsch in der Birne. Jetzt hinterfrage ich mich komplett gerade. Jetzt frage ich mich nämlich gerade, ob ich das nicht gerade verwechsle und auf jeden Fall Euro Truck gespielt habe und bei German Truck Simulator mir gar nicht sicher bin. Oh mein Gott, Alter. Es ist gerade, es jetzt, ja, man sieht draußen dunkel, ja, draußen dunkel. Hier so, okay, die sieht man nicht wirklich. Kamera ist so hochauflösend. Lichtempfindlich, möchte ich doch. Egal, auf jeden Fall, es ist 12:30 morgens. Warum mache ich mir solche Gedanken zu so einer Uhrzeit? Das kann doch nur in die Hose gehen. Jetzt frage ich meine gesamte Existenz in... jetzt stelle ich meine gesamte Existenz in Frage. Habe ich damals überhaupt gelebt? Existiere ich jetzt überhaupt? Oder bin ich nur eine Projektion innerhalb des Universums? Eine KI. Ah, langsam dämmert's. Yeah, die Dämmerung setzt ein.
Sehr geil. Kann ich ja langsam mal mit dem Edit was machen hier. So, ist ja Atmosphäre auch schon gleich viel besser. Gut, ich meine, ihr auf euren Mobilgeräten seht jetzt leider gar nichts mehr, so. Aber Pech. So. Ist halt so. Dafür habe ich richtig geiles Fahrgefühl. Oh, Alter, der Auflieger leuchtet so cool. Hm, guckt euch den an, Alter. Leider fahre ich da gerade viel zu schnell. Och, ernsthaft. Deine Mutter. Wow. 3%? Warum? Ein schöner Auflieger. Egal, jetzt fahren wir ein bisschen langsamer. Das heißt, jetzt kann ich mal ganz kurz. Straße frei. Ja, so. Guckt euch diese Blinkelämpchen an. Ist das nicht geil? Oh, Alter, so muss ein Auflieger aussehen, Alter. Puh. Nice. Ja, falsch rum. Oh mein Gott, was tue ich hier gerade? Oh, Alter, guckt euch diesen Auflieger, LKW an. Ist das nicht geil? Oh! Eigentlich habe ich gerade die Kamera gewechselt. Wo kommt der immer her? Ja, aber geil. Digga, das ist doch LKW. Oh, Alter, wow. Woohoo. Oh mein Gott, ist das geil, Alter. Oh, Alter, oh. Mm. Da wird's feucht im Schlipper. Holy shit, Alter. Nice, Alter. Woo. Not bad at all. Siehst du, das ist atmosphärisches Fahren, Alter. Nicht so, ich hab Licht. Falsche Taste. Ich hab Licht. Geil. Ey, was ist los mit dir? Vor dir ist alles frei. Warum siehst du noch links, du Affe? Umgehen von Idioten. Ja, aber hey, jetzt zieht ihr alle nach links. Nur um wieder nach rechts zu ziehen. Aber seid ihr eigentlich gerade alle bekloppt, oder was? Warum hat der Auflieger gar kein Licht? Ah doch, der Auflieger hat Licht. Ah, Dämmerung fast abgeschlossen. Gleich folgt der Sonnenaufgang. Hm. Oh, schon geile Atmosphäre. Sowas kannst du halt im Echten nicht machen. Ne? Einfach mal Lichter ausmachen und wirklich die Landschaft genießen, ohne dass sie durch deine eigenen Scheinwerfer unterbrochen wird. Da wirklich einfach mal atmosphärisch diese Dunkelheit genießen, so diese ganz sachte Dämmerung. Wie gesagt, ich meine, optisch gesehen, du kannst ja bereits alles sehen. Deine Augen sind dazu in der Lage. Aber laut DSGVO, nee, das war was anderes. Laut STVZO, ja, bist du natürlich verpflichtet, wenn du willst. Wobei ich weiß gar nicht, ob es der STVZO ist oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall spätestens der Bußgeldkatalog. Auf jeden Fall musst du halt mit Licht fahren. Sobald anfängt dunkel zu werden. Damit du halt von anderen gesehen wirst als aktiver Teilnehmer des Verkehrsflusses. So. Ja. Aber das ist halt so. Klar, Sicherheit geht vor, keine Frage. Aber es zerstört halt so sehr die Atmosphäre. Mhm. Immer wieder schade.
immer wieder schade. Alter, warum schockert's hier gerade so extrem? Holy shit, ey. Und schon wird's langsam hell. Boah, da vorne wird's ein bisschen gefährlich. Aber wir sind schnell genug. Sehr gut. Der Sonnenaufgang scheint wohl irgendwie seitlich von uns zu sein, ne? Ja doch, eben. Die Schatten kommen geradewegs von rechts. Sehr schade. Jetzt sehen wir den Sonnenaufgang gar nicht. Na. Na gut. Dafür haben wir die Dämmerung schon bewundern können. Ist auch schon mal was. Ah, da vorne wird es ein bisschen eng. Oh, vor allem, weil da Baustelle ist. Unfall. Also irgendwas halt. Hat er mich jetzt gerade echt nach rechts gebeten, nur mich jetzt wieder nach links zu bitten? Was ist los mit dieser Navi? Wieder ernsthaft jetzt. Guck mal, diese alten Ausfahrten hier. Da kann ich ja aus der Haut fahren. Mädel, ich bin schon längst auf der Ausfahrt. Bitte, passt dich meiner Geschwindigkeit an. Wir können so nicht kooperieren. Hier schon wieder, ja, da bitte ich dann schon wieder direkt wieder nach rechts, nur mich wenige Meter danach wieder nach links zu bitten. Was ein Opfer. Wow. Da bin ich gerade ganz schon weit nach links, nach innen gezogen. Ich weiß gar nicht warum. Dieses Volvo-Ding da an der Windschutzscheibe ist ja schon am Bouncen, kann das sein? Oh, so viele Container. Alter! Wow! Wow! Da hat der Kato schon ganz kurz, ich breche aus. Weil ich durch das ganze Backup da gerade ganz schön an Fahrt aufgenommen habe. Da dachte ich schon, ich wäre zu schnell. Aber
Hat doch geklappt. Jetzt habe ich die Sonne voll von vorne. Danke. Ich wollte den Sonnenaufgang sehen und nicht von der Sonne geblendet werden. Schön, dass du den Unterschied dazwischen erkennst. Du Affe. Genau, jetzt geh nach rechts. Ich brauchte keiner. Genau. Verschwind mal alles schön. Wobei ich jetzt aufpassen muss, dass er nicht nach rechts wegzieht. Aber der scheint mich bemerkt zu haben. Da vorne schon wieder Elefanten drin. Eine große Brücke hier. Wow. Ernsthaft, Leute? Danke. Warum sieht der jetzt nach links? Du Arschloch. Danke. Oh, da vorne Baustelle. Ich mag so eine lange Baustelle. Vorne auch schon wieder Elefanten drin. Hier an der Stelle, wo die Spur da so schmal wird, habe ich mich schon so oft flach gelegt. Glaubte mir ja nicht. Obwohl wahrscheinlich doch. Jetzt sind wir rechts vorbei. Das gelbe Auto ist da vorne, ist mir da vorne zu langsam. Jetzt sieht der nächste nach links. Probieren Sie auf dem Standstreifen, ist halt gefährlich, weil die LKWs hier abziehen könnten. Da musst du mal extrem auf die Blinker achten von den LKWs, ob die, ne, also... Kann natürlich auch Pech haben, dass die LKWs gerade in der Position sind, wo sie nicht blinken, obwohl sie gleich am Abbiegen sind. Und zwar halt kurz vor der Ausfahrt, so. Bei dem beiden jetzt hat man es gerade schön gesehen, dass sie beide nicht abbiegen wollten. Aber es gibt auch Stellen, Zeitpunkte, das ist nicht so offensichtlich. Und dann musst du echt Glück haben, oder du liegst flach. So, da vorne geht's ab, by the way. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber ist ganz gut, wir müssen eh voll eine Pause machen, von daher. Ausfahrt rechts. Wo
könnte irgendwo am Rand stellen oder so. Straße frei. Straße frei. Sehr nice. Gut, dann soll es mit der Folge gewesen sein und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Und bis dann.